Ja, meine Damen und Herren, ich darf Sie recht herzlich begrüßen zur Pressekonferenz anlässlich des heutigen Meisterschaftsspiels zwischen Fortuna Düsseldorf und Union Berlin. Zu meiner Rechten der Trainer unserer Gäste, Uwe Neuhaus, und zu meiner Linken unser Chefcoach Norbert Meyer. Wie immer geht das Wort an den Gast. Bitte, Uwe Neuhaus. Ja, danke. Ja, fangen wir mit den Dingen an, womit ich einverstanden war und zufrieden war. Das war sicherlich die Einsatzbereitschaft, Laufbereitschaft, Kampfbereitschaft der Mannschaft. So wie wir defensiv gestanden haben, war auch absolut in Ordnung. Und womit ich nicht zufrieden war, war eigentlich der ganze Riss. Das war sicherlich nicht eins unserer besseren Spiele. Wir haben nach vorne zu schlecht gespielt, wir haben zu ungenau gespielt. Ich hatte so das Gefühl, obwohl wir ja eigentlich die Mannschaft waren, die so gut wie nicht zu verlieren hat, sicherlich ein sehr, sehr wichtiges Spiel für uns. Aber mit einem Vorsprung im Rücken, der einem sicherlich auch irgendwo ein bisschen Sicherheit im Spiel und dieses Selbstvertrauen geben muss. Und ich hatte das Gefühl, dass jeder so den entscheidenden Pass nochmal einen draufsetzen wollte, irgendetwas Besonderes machen wollte. Und das ist natürlich dann irgendwo auch meistens schief gegangen. Wir hatten in der zweiten Halbzeit so viele Räume und so viele Kontergelegenheiten, um das Spiel dann auch deutlicher oder früher für uns zu entscheiden. Das haben wir heute nicht geschafft. Aber ich glaube, bei so einem wichtigen Spiel zählen die 3 Punkte. Wir haben einen weiteren riesengroßen Schritt gemacht und deswegen sollte man das Nörgeln so ein kleines bisschen vernachlässigen. Danke. Vielen Dank, Uwe Neuhaus. Gibt es Fragen an den Trainer von Union Berlin? Das ist nicht der Fall, dann übergebe ich das Wort an Norbert Meyer. Bitte sehr. Ja, ich kann meiner Mannschaft heute, was Einsatzbereitschaft, Laufbereitschaft anbetrifft, heute überhaupt keinen Vorwurf machen. Die Mannschaft hat sich absolut bemüht, dieses Spiel gegen einen Gegner, der natürlich mit unheimlich viel Selbstvertrauen hier angereist ist, positiv für uns zu gestalten. Wir hatten weitestgehend die meisten Spielanteile. Wir haben auch die besseren Torchancen, keine ganz klaren, pausenlos, aber schon gute Tormöglichkeiten gehabt und sind dann eben, und das zeichnet eben diese Berliner Mannschaft aus, das war heute die Effektivität. Es war die, glaube ich, einzige Torchance, die sie hatten. Und die haben sie dann ausgenutzt und wir brauchten oder hätten dann eben zu viel davon gebraucht heute, um dieses Spiel für uns in die richtige Richtung zu führen. Von allem anderen kann ich nur sagen, bin ich nicht unzufrieden, was die Mannschaft hier abgeliefert hat. Ich denke, das haben auch die Reaktionen der Fans nach dem Spiel gezeigt, aber jetzt gilt es natürlich, die Mannschaft wieder aufzurichten. Wir hatten uns alle viel vorgenommen heute. Das ist ein bisschen aus dem Kurs geraten und es geht aber weiter. Das fängt ja jetzt erst an. Es ist ja jetzt nicht die Phase, wo man sagt, jetzt hören wir auf und jetzt werden wir uns kampflos ergeben, weil da besteht kein Grund zu. Die Leistung der Mannschaft hat durchaus Anlass dazu gegeben, weiter an alles zu glauben. Ne? Union ist eben so eine Truppe, die gewinnen diese Spiele dann eben 1-0. Durch die Effektivität, durch die Routine und Erfahrung, die sie haben. Und wir haben eben doch, gerade was so den letzten Pass angeht, dann in vielen Phasen noch relativ hektisch reagiert, wo man dann wirklich hätte besser noch ausspielen können, wo wir uns wirklich frühzeitig Bälle erarbeitet haben, die wir dann aber postwendend wieder verloren haben. Ein bisschen mehr Ruhe hätte ich mir noch gewünscht. Aber wie gesagt, die Grundtugenden des Fußballs hat unsere Mannschaft, denke ich, durchaus gezeigt. Dankeschön. Vielen Dank, Norbert Meyer. Gibt es Fragen an unseren Trainer? Das ist offensichtlich auch nicht der Fall. Dann kommen wir zu den Ergebnissen der anderen Plätze. Bereits am Freitag Sandhausen gegen VfB Stuttgart 2-1:1. Gestern dann Unterhaching Offenbach 1-0. Stuttgarter Kickers Wuppertaler SV 0-1. Paderborn gegen Dresden 1-2. Werder Bremen gegen Eintracht Braunschweig 1-1. Aalen gegen Jena 3-2. Aue gegen Emden 3-0, Erfurt gegen Burghausen 0-3. Heute gab es noch ein weiteres Spiel, nämlich Jan Regensburg gegen die Zweitvertretung vom FC Bayern München und das endete 1-2. Auch an dieser Stelle nochmal einen ganz herzlichen Dank an das großartige Engagement der Fans von Fortuna Düsseldorf. Wir konnten heute begrüßen 27.375 Zuschauer. Das ist ein absoluter Rekord für die Liga. Dieser will jetzt erstmal wieder gebrochen werden. Wir sehen uns hoffentlich wieder am 2. Mai gegen Dynamo Dresden. Und zuvor steht noch unsere Auswärtspartie an am 24.04.
wo wir zu Gast sind bei Wuppertal SV Borussia. Ich bedanke mich für den Besuch, wünsche noch einen schönen Sonntag und unseren Gästen aus Berlin eine gute Heimreise. Danke, tschüss.